Die Mindestlohnkommission hat in ihrer Sitzung vom 26. Juni 2018 einstimmig beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn gemäß der Entwicklung des Tarifindex ab dem 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro und ab dem 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro brutto je Zeitstunde festzusetzen. Für die bis zum 30. Juni 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2021 vorzunehmende Anpassungsentscheidung gemäß der Entwicklung des Tarifindex des Statistischen Bundesamtes ohne Sonderzahlung auf Basis der Stundenverdienste ist zur Vermeidung einer Doppelanrechnung des diesjährigen Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes von einem Betrag von 9,29 Euro auszugehen. Die Einführung des Mindestlohnes hat zu deutlichen Steigerungen des Stundenlohnes geführt, am unteren Rand der Lohnverteilung, also da natürlich besonders. Besonders profitiert haben hier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ostdeutschland, geringfügig Beschäftigte, Personen ohne Berufsausbildung, Beschäftigte in kleineren Unternehmen und Frauen. Bei den Monatsbruttolöhnen zeigt sich jedoch deutlich, dass dort geringere Effekte aufgetreten sind. Das hängt damit zusammen, auch das konnten aus den Ursachen auch entnommen werden, dass die teilweise Reduzierung der Arbeitszeit, der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, dann auch zu weniger großen Effekten bei dem Monatslohn geführt haben. Die Sozialversicherungsbeschäftigung, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat seit 2015 sich positiv entwickelt. Bei den Minijobs war Anfang 2015 ein Rückgang um rund 100.000 Personen im Vorjahresvergleich festzustellen. Danach ist dieser Rückgang allerdings nicht fortgeführt worden, sondern in diesem Umfang verblieben. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Einmaleffekt handelt. Interessant in dem Zusammenhang auch, dass neben diesem Rückgang der Minijobs auch eine Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse stattgefunden hat. Die gute Botschaft heute ist, wir haben uns an die selbstgesetzten Regeln gehalten. Wir haben keinen politischen Mindestlohn gemacht. Die Mindestlohnkommission betreibt keine Tarifpolitik, sondern bildet sie ab. Und das ist meine Botschaft heute. Die Entscheidung für 9,19 Euro ist die exakte Abbildung von zwei Tarifjahren. Für uns ist wichtig, dass wir nicht in bestehende Tarifverträge eingreifen, relevante bundesweite. Die zweistufige Entscheidung bildet ab die Kultur der Tarifverträge, die sich in den letzten Jahren immer weiter dynamisch fortentwickelt hat. Und das zweistufige Verfahren ist ja tarifvertragsüblich. Es findet jetzt, ob zukünftig, ist noch nicht entschieden, aber jetzt erstmalig auch Eingang in die Rechtsetzung oder in die Setzung der Mindestlohnkommission. Ich glaube, dass diese Referenz an die Tarifvertragskultur auch Planungssicherheit liefert, dass sie den Betrieben die Anpassungen erleichtern kann. Will aber gleichzeitig auch sagen, dass die zweite Stufe den einen oder anderen Mitgliedsbetrieb bei den Arbeitgebern vor große Herausforderungen stellen wird. Nicht nur, weil der Mindestlohn stärker steigt als in den beiden Tarifjahren. Wir halten uns eng an den Tarifindex. Wir ziehen allerdings wie beim letzten Mal noch ein halbes Jahr mit rein. Aber sie leiden ja auch unter anderen Herausforderungen. Einschränkung der Flexibilisierung, Bürokratisierung ihres Umfeldes. Das ist eine zusätzliche Herausforderung, die gilt es zu bewältigen. Im Übrigen glaube ich nicht, dass die Mindestlohnkommission allein durch die Setzung die Einkommensmöglichkeiten in Deutschland allein verbessern kann. Wichtig ist, dass die Politik auf vernünftige Rahmendaten setzt, im Sinne von mehr Qualifizierung, sozialer Aufstiegsmobilität und auch andere Dinge. Wir stellen fest, dass es keine Verwerfung am Arbeitsmarkt in irgendwelchen Branchen gibt, wo der Mindestlohn wirksam ist,
besonders in Ostdeutschland, dort wo große Teile der Bevölkerung und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch vom gesetzlichen Mindestlohn profitieren. Für uns als Gewerkschaften ist deutlich noch mal hier zu sagen, wir wollen Tarifverträge, wir wollen nicht den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, weil für uns Tarifverträge mehr regeln, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Schichtzuschläge, alles, was damit zu tun hat. Und wir wollen ausdrücklich, dass der Gesetzgeber dort auch tätig wird, um die Tarifbindung, um uns zu unterstützen, die Tarifbindung zu erhöhen. Es ist angesprochen worden, Non-Compliance. Ich nenne das Verstöße gegen Arbeitsmarktkriminalität, die wir in einem doch großen Umfang haben. Das DIW hat das entsprechend festgestellt in einer Befragung. 1,8 Millionen Beschäftigte, die den gesetzlichen Mindestlohn erhalten sollen, bekommen diesen nicht. Es gibt viele Debatten darum, wie kann das geprüft werden. Dazu gibt es in diesem Mindestlohnbericht ausführliche Hinweise, auch in welchen Branchen besonders geprüft werden soll. Ich verweise auf Seite 14 der Zusammenfassung hier im Mindestlohnbericht, aber will auch eins feststellen, meine Damen und Herren. Für mich ist das Ende der Debatte um die Aufzeichnungspflichten für heute erreicht, weil in dem Mindestlohnbericht auf Seite 67 finden Sie dann deutlichen Hinweis dafür, dass für Kontrollen eine konkrete Erfassung der Arbeitszeit notwendig ist. Damit ist für mich die Debatte darum, ob Stunden aufgezeichnet werden müssen, ja oder nein, auch beendet.